Auf ein Wort, falls es eure Zeit erlaubt. Seid gegrüßt. Ich bin Seherin Rowan. Ich helfe den Geistern in dieser Gegend. Ihr helft ihnen? Ich spreche mit ihnen und für sie. Und manchmal sprechen sie auch durch mich. Wir sorgen dafür, dass dieses Land für Geister sicher bleibt und ihnen oder den Leuten hier kein Leid widerfährt. Ich bitte euch deshalb um Hilfe. Okay, was kann ich tun? Als die Magier im südlichen Feders vor Jahren rebellierten, marschierten Templer der Südkirche gegen Rivaine. Sie erklärten unsere Magier zu Verbrechern und töteten viele von uns. Der nie anerkannte Schmerz über dieses Unrecht lässt Geister zu Dämonen werden. Haltet die Dämonen auf und lasst Mitgefühl diesen Schmerz lindern. Dann wird das Land sicherer sein. Ich werde sehen, was ich tun kann. Dieses Bild, das ihr euch da macht von Lucanis und mir, das trifft nicht wirklich zu. Tatsächlich nicht? Ha. Nein, es ist... Wir haben beide schon genug, naja, Leid erfahren, wenn man es dramatisch ausdrücken will. Und wir haben beide unsere Gründe, es nicht zu zeigen. Wir gehen die Dinge also vorsichtig an. Langsam. Ist da was? Der geht eindeutig auf uns! Bring bis zu Ende! Das nenne ich mal einen beeindruckenden Treffer! Ich habe Vorarbeit geleistet. Okay. Wo waren wir? Wir gehen die Dinge also vorsichtig an. Langsam. Glitzernd. Glänzend. Trotzdem ist da was. Uns mit Stahl stehlen. Das ist mehr als das, wonach ich normalerweise Splitter fliegen, suche. Als sie die Tür unseres Hauses eintreten. Was ist das nicht?
Ich habe mich schon gelangweilt. Dann mal los. Hier so viel heißer als in Ferelden. Wir sollen sie ausschalten. Aber sie sehen nicht aus wie Abscheulichkeiten, sondern einfach nur traurig. Wir kriegen gleich ein Problem. Angriff aus der Ferne! Die nehmen uns unter Beschuss! Wir rannten, aber sie jagten uns. Das war der letzte. Wir wollten uns ergeben, aber sie töteten uns. Die Geister brüllen, als das Feuer kommt. Es tut mir leid. So leid. Das Holz wird auf ewig versenkt sein. Doch der Regen hat Feuer und Rauch fortgespült. Ich danke euch.